Frau Kurodat. Ich bin im Moment an der Universität in Kiel. Ich arbeite in dem Projekt Perle, nennt sich das, Projekt Erfolgreiches Lehren und Lernen. Und wir werden vom BMBF gefördert und es geht eben darum, problemlösendes Lernen in universitätsweit einzuführen, umzusetzen, mit neuen Konzepten zu arbeiten und einmal mit Studierenden in Seminaren zu arbeiten, in Projekten und auf der lehrenden Seite da Weiterbildungsformate zu entwickeln. Und vielleicht ist so eine Fragestellung, mit der ich ja schon mehrere Jahre jetzt auch unterwegs bin, vielleicht auch so ungefähr 10 Jahre. Und zwar als ich damals bei Greenpeace International habe ich mal in der Verwaltung gearbeitet. Also ich war jetzt nicht selber irgendwo als Aktivist unterwegs, sondern ich habe da in der Verwaltung gearbeitet. Ich bin ursprünglich Politikwissenschaftlerin und fand das so ein ganz spannendes Umfeld. Das war so auch mehr oder weniger mein erster Job, so nach dem Studium. Und bin daraus auch so ein bisschen so mit der Fragestellung, so dieser Aktivismus setzt an einem bestimmten Punkt an und man hat damals bei Greenpeace gemerkt, dass sich aber nicht wirklich was verändert hat in der Gesellschaft. Und da fing gerade auch bei Greenpeace an, dass man sich mehr auch über Engagement zum Beispiel, also wie können wir die Leute emotional mehr mit involvieren in bestimmte Themen, also zum Beispiel was Klimawandel angeht oder der Schutz der Meere. Also mehr, also nicht nur über Bilder zu arbeiten, sondern wirklich auch über ja, bestimmte Prozesse, die ich dann für mich irgendwann als Lernprozesse dann auch identifiziert habe. Und so die Fragestellung, wie findet eigentlich gesellschaftliches Lernen statt, das ist so ein Punkt, der mich sehr beschäftigt. Also auch im informellen Raum, in Netzwerken, in Communities of Practice ist damals ein Format, was mir dann so im informellen Bereich international auch begegnet ist. Und eine Frage, die sich dann relativ schnell auch rauskristallisiert hat, die auch heute weiterhin in meiner Arbeit auch vorkommt, so die Frage, wie können eigentlich Organisationen oder wie kann Lernen demokratischer und lebendiger gestaltet werden? Und das ist eigentlich so ein bisschen was sich als roter Faden durchzieht. Also auch so dieses Kontext von, ja, wie Lernen im Bildungssystem stattfindet, immer, ne, also sehr, in Strukturen, teilweise eben auch an der Uni spricht man immer von den berühmten Silos, die dann da so stattfinden oder die dann da vorhanden sind, da irgendwie ja, Prozesse zu gestalten, die ja, die Leute eben aus unterschiedlichen Kontexten zusammenkommen lassen, ob sie jetzt im formalen Bildungssektor sind oder in irgendwelchen Coworking-Räumen zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, da zu gucken, wo kann man Impulse geben. Wo finden auch diese persönlichen transformativen Prozesse statt, also auch so Stichwort transformatives Lernen. Und genau, da ist eben ein Format im Moment gerade so in der Hochschuldidaktik im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, dieses sogenannte Reallabor, was gerade auf unterschiedlichen Ebenen gar nicht mal so stark als Lehrformat, was wir eher dann aus der Perspektive betrachten, aber auch als partizipativer transdisziplinärer Forschungsprozess betrachtet wird. Und da gibt es eben in Baden-Württemberg, also ich war gar nicht in ganz Deutschland jetzt unterwegs, sondern in Baden-Württemberg in ein paar Städten, wo das Bildungsministerium da vor Ort eben 15 Millionen in die Hand genommen hat und gesagt hat, wir fördern eben diese sogenannten Reallabore an Universitäten, was ein Forschungsansatz ist, aber auch immer ein gesellschaftlicher Veränderungsprozess. Und da kamen halt dann auch wieder ganz unterschiedliche Sachen zusammen, mit denen ich mich halt auch selber dann in der Vergangenheit beschäftigt habe. International auch ein Konzept, was dann vor allem im europäischen Raum dann unter sogenannten Living Labs an Universitäten auch stattfindet. Was auch nochmal eben ganz stark diese Nachhaltigkeitskomponente eben auch mit drin hat. Und das sind halt alles so Bereiche, Themenfelder, die in meiner Arbeit eben in dem Projekt ganz gut zusammenkommen. Und dann so ein bisschen auf meine eigene Initiative habe ich eben gesagt, ich organisiere mir so eine kleine Lernreise. Also das ist auch ein Konzept, womit ich viel international im Kontext gearbeitet habe, im informellen Rahmen, sogenannte Learning oder Sensing Journeys, also was halt erstmal ganz viel damit zu tun hat. Ich gehe raus, ich treffe mich mit sogenannten Experten oder Leuten, die damit irgendwie zu tun haben. Ich gucke mir die Orte vor Ort an. Und ich glaube, da bist du, Anja, auch dann nochmal aufmerksam geworden, so Richtung Coworking Makerspaces, die teilweise eben auch an ganz interessanten Örtlichkeiten stattfinden. Also dieses Thema auch nochmal aus der Uni rauszugehen zum Beispiel und dieses Lernen vor Ort oder Lernen auf der Straße,
das eben in bestimmten Räumlichkeiten dann auch sich gestaltet hat. Und das habe ich mir einfach erstmal angeguckt, hatte auch nur 2-3 Tage Zeit, also das war jetzt auch gar nicht so lange. Und habe das dann für mich, und das war auch ganz spannend, Kollegen konnten dann irgendwie auch mitlesen, die auch teilweise gar nicht wissen genau, was ich mache, oder die gar nicht so viel mit mir zu tun hatten, die mich danach darauf angesprochen hatten und gesagt haben, so, du hast ja da ganz spannende Fotos gepostet und was hast du denn da gemacht? Wo man dann auch nochmal schon mal gesehen hat, dass darüber auch nochmal Prozesse bei uns intern, also was auch immer Teil dieses Formates ist, dass innerhalb der Universitätsstrukturen so Ansätze von agilen Strukturen halt auch entstehen, dass Leute sich auf Ebenen austauschen, die eben auf einer Arbeitsebene gar nicht zusammenkommen, aber dann zum Beispiel über solche Impulse dann in den Austausch dann zu bestimmten Themen. Und eben im Bereich Nachhaltigkeit hat es immer dann auch über persönliche Haltung oder Wertesysteme und dass darüber dann schon auch so im Kleinen, ganz, ganz Kleinen dann was passiert. Okay, jetzt lass uns mal sortieren. Was ist ein Reallabor? Finden Reallabor, ich stelle gleich eine kompakte Frage, kannst du klar. Was ist ein Reallabor? Sind die immer an den Universitäten angesiedelt? Was unterscheidet sie von Coworking und was von Makerspaces? Du hast da einen guten Überblick, glaube ich. Okay, fangen wir mal mit Reallaboren an. Wie das in der Wissenschaft so ist, hat man sich noch nicht auf eine einheitliche Definition geeinigt. Jeder geht so ein bisschen, ist auch eigentlich ein großes Experiment, was da, also ein Labor an sich, mit diesem Format zu arbeiten. Wir haben das für uns jetzt, um das auch dann nach außen zu kommunizieren können mit unterschiedlichen Zielgruppen, als einen Gestaltungsraum definiert. Wo der ein Ort ist, wo Studierende, Praxisakteure und Wissenschaft zusammenkommen. Also Gesellschaft, Wissenschaft, Studierende und Wissenschaft dann zum Beispiel Lehrende oder es können auch irgendwelche Thinktanks oder wissenschaftliche Institute außerhalb der Universität zum Beispiel sein. Und was ein wichtiger Faktor in Reallaboren ist, dass wie im Chemielabor in der Gesellschaft, in der realen Welt Experimente stattfinden. Das heißt, sie sollen Erkenntnisse über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen geben, sowohl für die Praxis als auch für die Wissenschaft. Also da kommt so dieses Praxis und Wissenschaft zusammen, also so ein bisschen auch eben ein Thema, was seit Bologna oder ne, auch also Bologna nochmal sehr stark diskutiert wird, ist so dieser Theorie-Praxis-Transfer und eben auch ganz klar, dass Reallabore so das normative Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung eben auch als wichtiges Element, als wichtige Säule dann in dem Konzept haben. So, das vielleicht so zu den Reallaboren, so ein bisschen, wo wir jetzt eben mit losgelaufen sind und das für uns eben sehr stark über auch einen Lehr-Lern-Prozess dann definieren, und das ist das ist auch ein großer Unterschied zu dem, was sonst dann zum Beispiel in Baden-Württemberg auch stattfindet, die das sehr stark über einen partizipativen Forschungsprozess, Aktionsforschungsprozess dann auch eher sehen. Und wo wir eben gesagt haben, wir haben, was die Ressourcen angeht, personell, wobei ich da auch schon ganz viel Unterstützung vom den Rest meines Teams, die im Bereich Gesellschaft und Verantwortung arbeiten, auch von der studentischen Mitarbeiterin bei uns, die selber noch im Master auch studiert. Was ganz spannend ist, dass wir halt auch so ein Teaching-Team sind, was einmal, also jemand mit ganz viel Berufserfahrung, eigentlich auch aus der Praxis, weil ich bin ja auch keine Pädagogin, die dann als Lehrende auf dem Papier und auch die Prüfungsverantwortung dann hat, zusammen mit einer Masterstudentin, die auch noch im Studium ist und dann darüber auch aber auch nochmal näher an Studierenden auch dran ist und so dieses Konzept Lernen durch Lehren dann damit umgesetzt wird und inklusive, dass halt eben dann auch Praxispartner teilweise auch als Referenten oder als Experten dann eben auch mit dazukommen. Also sehr komplexes Konstrukt, wo wir dann eben gucken über Prozessarbeit, das so ein bisschen, dem so ein bisschen eine Struktur und einen Rahmen zu geben. Rahmen ist im Moment auch sehr stark noch an Semester gebunden. Also wir haben heute gemerkt, wir hatten heute das Auftakttreffen und wir sind noch in den Semesterferien.
Und dass noch gar nicht alle Studierenden da sind, die eigentlich auch vielleicht dann teilnehmen wollen. Dann frage ich mal dazwischen. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Das ist ein Reallabor, ist also eine pädagogische Methode im weitesten Sinne, um Menschen dafür zu sensibilisieren, Wertesysteme in Richtung nachhaltige Entwicklung weiter aufzubauen, auszubauen. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Also was ich noch vergessen habe, was jetzt ganz gut zu deiner Frage auch passt. Genau, nachhaltige Entwicklung ist ja auch sehr, sehr facettenreich, also auch gerade was Themen angeht. Und deine Frage eben in die Richtung, sind die alle gleich, wie arbeiten die? Was schon auch ein Charakteristika ist, ist, dass die Reallabore meistens zu einem bestimmten Thema arbeiten. Also es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg was zum Thema Asyl oder in Stuttgart, wo ich dann auch war, zum Thema nachhaltige Mobilität, wo dann das schon so ein bisschen eingegrenzt ist. Und wir haben uns das Thema ausgesucht, dass wir im Vorfeld zum Beispiel mit Studierenden ganz viel gesprochen haben, so ein bisschen auch in Richtung, was kommt halt zum Beispiel in dem Nachhaltigkeitsstudium, was die machen, noch nicht so, also auch von aus der wissenschaftlichen Seite her nicht so stark, ist da nicht so stark vertreten. Da sind wir so ein bisschen auf so Politik, demokratische Prozesse gekommen, wo wir uns jetzt das Thema gegeben haben, wie können wir demokratische Prozesse in Kiel gestalten, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Und hinter diesem gutes Leben für alle, da steckt dann ganz viel so das Thema Postwachstum zum Beispiel drin oder in der nachhaltigen Entwicklung ein Thema ein großes Feld ist Suffizienz zum Beispiel, also zum Beispiel auch Reduktion statt Konsum. Also ein bisschen haben wir da geguckt, was könnte so ein Thema sein in Kiel, was erstmal als Einladung für recht viele offen ist. Und wo wir dann im Schritt auch dann nochmal mit Praxispartnern, mit NGOs, mit Vereinen dieses Thema nehmen und da nochmal gucken, was sind da eigentlich für Forschungsfragen auch drin. Es gibt dann auch in Baden-Württemberg die Formate, die nennen sich dann Fragen an die Wissenschaft. Also das sind so Vernetzungsformate, also viel, glaube ich, finden die auch zum Beispiel in The World Café statt, was ein recht partizipatives Austauschformat ist, wo dann nochmal ganz konkret Fragen auch entwickelt werden, was denkt die Gesellschaft, was ist gerade für Kiel relevant. Wir wollen halt auch vor allen Dingen in einem Stadtteil arbeiten, wo ein hoher Ausländeranteil da ist, ein hoher Anteil an Migranten und der so ein bisschen durch das Wasser, also durch die Förde dann erstmal gefühlt weit weg ist vom Zentrum, aber eigentlich doch ganz nah. Und da wollen wir eben auch in einem neueren Coworking Space, der jetzt gerade durch ein anderes Studierendenprojekt entstanden ist, was eigentlich eher so ein öffentliches Wohnzimmer zum gemeinsamen Zusammenarbeiten ist. Also es ist auch ein ehemaliges Ladengeschäft. In einer Straße, die halt auch irgendwie ganz spannend ist, also die so ein bisschen so die Frage ist, kann man da wieder Leben reinbringen oder geht das irgendwie mit dem Leerstand weiter? Und wo auch zum Beispiel dann so ein Coworking-Konzept dann reinkommt, was auch so ein bisschen die Überlegung ist, da die Straße, den Stadtteil so ein bisschen aufzuwerten, zu beleben, die Leute mehr mit einzubeziehen, eben selber da auch die Stadt mitzugestalten. Okay, das ist, also habt ihr mit der, ist, hat die, haben Studierende im Rahmen eines studentischen Projektes einen Coworking Space da entwickelt? Wie trägt der sich? Wie sind da so die Rahmenbedingungen, dass er auch weiter Bestand hat über das Projekt hinaus? Ja, genau, das geht vielleicht auch so ein bisschen so in die Frage, also Coworking in Kiel. Und mit 250.000 Einwohnern, so ein bisschen irgendwie im Schatten von Hamburg und dann aber eigentlich auch gefühlt schon fast in Dänemark. So ein Thema, was schon auch so ein regionaler Standort Überlegung so ist, so wie können wir es attraktiv machen, zum Beispiel auch für Studierende dann in der Region zu bleiben. Und wo sich gerade so in den letzten 5 Jahren, wo ich jetzt so in Kiel bin, da auch ordentlich Zug aufgenommen hat, so. Also da, wo man auch an verschiedenen Stellen bei uns auf dem Campus
über ein Bildungsprojekt oder ein regionales Bildungscluster, was sich über einen Verein hier bei uns gegründet hat, das auch ganz stark als Strategie gefahren wurde, also wo die dann auch eine externe Förderung hatten. Und da war Coworking auch ein großer Teil des Antrags, wo sie auf dem Campus angefangen haben. Ein Coworking-Space, der in Richtung so Nachhaltigkeit, soziale Projekte ging. Dann in Richtung Start-up, Technologie. Ein FabLab ist entstanden im Zuge des Campuses. Und dann gab es eben eine Person in diesem Verein, der gesagt hat, er möchte gerne mit Design Thinking an der Universität arbeiten. Also die haben immer auch praxisorientierte Seminare dann angeboten. Und wir haben dann so die ersten Schritte, das war dann so meine Begleitung, meine Beratung am Anfang von einem Lehrenden, wo wir dann gemeinsam eben die ersten Design Thinking Seminare gemacht haben. Und er ist dann über, ich glaube auch wieder Coworking-Netzwerke in Berlin an einen Partner gekommen, wo die dann über 2-3 Semester mal eine Reihe gemacht haben, wo eben auch dann das Ziel war zu überlegen, wie können wir denn noch innerhalb der Stadt auch einen weiteren Coworking-Space auch aufbauen. Und dann ist man eben auch mit Partnern oder mit regionalen vor Ort. Im Wirtschaftsbüro haben wir ein ganz aktives in dem Stadtteil Gaarden, die da sehr engagiert sind und auch immer offen sind, mit Universität auch zusammenzuarbeiten. Und die dann gemeinsam auch mit unterschiedlichen Partnern dann gesagt haben, sie machen das. Ich glaube, das war ein Ladenlokal, was auch länger leer stand, wo einmal, glaube ich, der Vermieter ein Interesse hatte und gesagt hat, ich will das da gerne, und wo auch dann eben mit der Miete dementsprechend entgegengekommen ist. Und im Moment ist es eben auch der Verein, der hinter diesem Bildungscluster steht, die sich da engagieren. Und auch über ihre Netzwerke dann gegebenenfalls auch Partner mit reinholen. Und es gibt jetzt aus dem Seminar, die eben als Aufgabe im Design Thinking Seminar hatten, diesen Coworking Space zu gestalten. Also die haben den auch selber renoviert, haben sich die Einrichtung dann über Upcycling da auch selber dann reingestellt und gestaltet. Und es gibt jetzt, glaube ich, eine Gruppe von 4 Personen, die teilweise am Ende des Studiums sind, teilweise kurz vor der Masterarbeit, also so ein bisschen auch sich jetzt orientieren, wo geht es vielleicht auch danach weiter. Und die gesagt haben, sie machen das jetzt erstmal, die teilweise dann eben selber dann monatlich oder für die Nebenkosten dann auch aufkommen und wo sie jetzt langsam anfangen. Und ich habe eben dann für mich eben privat auch gesagt, ich gehe da eben auch mit 50 Euro Monatsbeitrag dann rein, also dass sie dann schon auch gucken, dass sie sich darüber finanzieren. Fangen jetzt, glaube ich, auch an so langsam, und das ist ja auch immer was so ein Coworking Space ist, so vom Geschäftsmodell. Dann eigentlich die Einnahmen ausmachen, dass sie das vermieten für Veranstaltungen, dass man da eben auch reingehen kann. Und genau, und jetzt ist halt so ein bisschen auch für die zu gucken, was passiert da, können wir das finanzieren? Und der ist jetzt seit Januar, glaube ich, war der Eröffnung. Ich bin da so im Februar, ja, Ende Februar reingegangen. Und die fangen jetzt erstmal an, dass sie langsam ihre Community-Treffen irgendwie machen, dass es mal ein regelmäßiges Frühstück gibt oder Ideenstammtische am Abend, versuchen eben auch dann Nachbarschaft direkt einzuladen, was eben auch in dem Umfeld nicht so ganz einfach ist, weil Coworking kennt keiner, ist Englisch, versteht keiner, und da muss man irgendwie sich dann auch überlegen, wie man eben Leute dann anzieht in diesem Raum. So. Und die Studierenden sind bei uns in Kiel eben auch im Moment ein großer Treiber von solchen Innovationen, von solchen Veränderungsprozessen, teilweise, weil sie eben Projekte auch im Studium machen müssen in die Richtung, oder auch das Angebot haben, dass sie das machen können, dass sie den Freiraum haben. Eben auch durch die Bologna-Prozesse ist es ja auch so, dass es wieder sehr starken Stundenplan teilweise gibt in bestimmten Studienfächern. Und es gibt eben einige, eben auch gerade dieser Master im Nachhaltigkeitsbereich, wo die halt ganz klar Freiräume haben, wo sie halt ein Semesterprojekt machen müssen und dann dementsprechend auch ECTS-Punkte bekommen. Und die haben aber auch dann freie Zeit, um dann solche Projekte auch mit anzustoßen, so, oder dann auch raus aus der Uni zu gehen, Sachen mit aufzubauen. Und ein weiteres größeres Projekt ist eben zum Beispiel dann auch die, schon auch so mehr verschiedenste Werkstätten auch oder Ladenkonzepte auch mit integriert, ist bei uns die alte Kunsthochschule in Kiel, die eben dann einen Standortwechsel vor 2-3 Jahren hatte
Und da war dann ganz schnell, dass neben den Ateliers und Werkstätten von einigen Kunststudentinnen, die dann teilweise noch Werkstätten auch benutzt haben, weil die neuen noch nicht fertig waren, die sich den Raum dann angeeignet haben, also erstmal auch so ein bisschen als Zwischennutzung, wo aber auch viele von den Studierendenprojekten, die im Bereich Nachhaltigkeit, Social Entrepreneurship unterwegs waren, auch eingezogen sind, wo dann Ladenkonzepte reingegangen sind, wo aber auch Kultur stattfindet, also Konzerte, die machen 2-3 Mal im Jahr auch immer selber Frühlingsfest, Sommerfest, Winterfest, also dass sie da eben auch gucken, dass sie in die Stadt rein auch Leute einladen. Und inzwischen ist es eben auch so ein Ort insgesamt, wo sich ein Verein gebildet hat, die jetzt, wo eben das Land auch gesagt hat, sie muss jetzt mal überlegen, was mit dem Gebäude passieren soll. Es gibt natürlich auch wie überall unternehmerische aus der Baubranche Personen, die da gerne rein möchten und wo aber eben auch diese Projekte, die ganz, ganz vielfältig sind. Es gibt eine Siebdruckerei, Siebdruckwerkstatt, es gibt einen Werkstattkonsum, also ein selbstorganisiertes Werkstattkonzept, wo man eben die Werkzeuge gemeinsam nutzen kann, wo es teilweise auch ganz viel Material gespendet gibt, wo man eben einfach losbauen kann. Und genau, die haben sich schon seit längerem als Verein organisiert und da sind jetzt eben auch Überlegungen, da eine Genossenschaft zu gründen, das langfristig eben auch zu übernehmen und das als eben ein gesellschaftliches, innovatives, kulturelles Zentrum in der Stadt, also mitten in der Stadt, ist also wirklich auch relativ also sehr zentral in Kiel. Und das eben dann auch als so ein bisschen was dann rausstrahlt in die Gesellschaft und da auch immer wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit dann auch über kulturelle Veranstaltungen dann reinwirkt. So. Mhm. Ich meine, du beobachtest die Szene ja jetzt schon sehr lange. Und glaubst du, dass es sowas wie eine kollaborative Bewegung im Moment gibt? Also nimmt es irgendwie an Fahrt auf oder ist das nur der Tunnelblick, weil man irgendwie sich selber in den Kreisen so bewegt, dass man meint, das nur noch zu sehen? was glaube ich ganz spannend ist, ich bin ja also seit 4-5 Jahren dann, oder eigentlich auch schon ein bisschen früher, als ich noch in Berlin war, auch dann so ein bisschen raus gewesen aus der Coworking-Szene an sich. Habe dann, eben als ich nach Kiel gekommen bin, da hatte ich das Gefühl, so das kommt jetzt hier erst an. Oder ich habe jetzt auch gerade mal überlegt, also vor 10 Jahren haben wir uns da in Berlin irgendwie mit beschäftigt und jetzt ist hier richtig gerade der Boom. Wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade so was deutschlandweit angeht, also ich bin jetzt so irgendwie noch bei Facebook oder auf verschiedenen E-Mail-Verteilern, wo ich da so ein bisschen das Gefühl habe, dass da eigentlich auch schon so ein bisschen die Luft raus ist. Bei uns wird im Moment ganz stark eben im Hochschulkontext, aber auch im Entrepreneurship-Startup-Bereich jetzt regional im Land diskutiert, wo das im Moment ein ganz großes Thema ist. Was ich auch spannend fand, als ich nach Baden-Württemberg gefahren bin und in Stuttgart dann vor allen Dingen, also ich hatte mir dann 2 Übernachtungen in Stuttgart dann organisiert, wo ich dann auch überlegt hatte, kann ich da irgendwo vielleicht in Coworking Space gehen und hatte mal so 2-3 Kontakte bei Facebook, wo ich weiß, die waren immer ganz gut in Deutschland in der Szene unterwegs, gefragt, wo denn da die Möglichkeit wäre und da war erstmal, kam nicht so viel zurück, beziehungsweise so 1-2 Sachen, wo ich dachte, so ist jetzt irgendwie nicht so praktisch für mich. Was ich über Eigenrecherche gefunden habe, was ich total spannend fand und was mir auch gar nicht vorher so über den Weg gelaufen ist, dass ein Hotel etwas außerhalb von Stuttgart gab, wo die in der Hotellobby so ein Coworking Space gemacht haben. Also dass sie den sozusagen, ne, als mit freiem Internet und es gibt ja auch in den meisten Hotels irgendwie Restaurationen, Bar irgendwie, wo man eigentlich so eine Lobby auch ganz, ganz gut nutzen kann. Das fand ich total spannend, das ist mir bis jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Aber im Endeffekt war das für mich am günstigsten, weil es am zentralsten war und ich von da aus schnell in die Bahn kam und auch zu dem Hotel, was ich dann hatte, war dann die DB Lounge in Stuttgart. So, ne? Und das war halt so für mich am günstigsten. Ich musste halt nicht irgendwie noch durch die Stadt gurken, wusste halt, wann ich da irgendwie am Gleis sein kann. Und da ist halt zum Beispiel auch so die Frage, also ich weiß, dass es intern auch, glaube ich, mal bei der Deutschen Bahn auch sicherlich diskutiert wurde so,
Aber so richtig auch so vom Konzept her und das nochmal mehr, zum Beispiel auch dann Austausch zwischen Reisenden oder, ne, also auch so ein bisschen so dieses Konzept, was wir auch sehr stark im Hub hatten, in Richtung so Community Manager oder so einen sogenannten Host, die auch wirklich nochmal mehr die Leute vernetzen, die Veranstaltungen anbieten zu bestimmten Themen, die halt in der Community gerade gefragt werden, und dass sich das da zum Beispiel gar nicht so weiterentwickelt hat. So. Und muss aber auch eben sagen, also so vom also dann wieder im Bereich der Hochschuldidaktik, wo ich jetzt unterwegs bin, wo Räume schon auch immer eine große Rolle spielen, wo ich auch gemerkt habe, als ich an die Universität kam, also wir haben immer noch die Hörsäle, wir haben die Seminarräume, wo wir am besten gar keine Tische umstellen dürfen und dann aber zum Beispiel bei uns in der Medienpädagogik auch Räume haben, wo man gut mit Design Thinking arbeiten kann. Oder? Und das ist, glaube ich, auch dann sehr vom Fach abhängt. Aber auch gleichzeitig wir haben zum Beispiel im Verwaltungshochhaus einen riesen Eingangsbereich, wo so ein bisschen lieblos so ein paar Tische stehen, wo man theoretisch und wohl teilweise sitzen die Studierenden da auch, aber es ist jetzt nicht besonders einladend, aber wo man zum Beispiel super so ein Konzept in die Richtung auch starten könnte, so, ne, und oder auch in der Pädagogik so die der Ansatz von der dritte Pädagoge, also der Raum als der dritte Pädagoge, dass das halt auch beim Lernen immer eine wichtige Rolle spielt, ne? Wie sieht die Umgebung aus, kann ich mich da wohlfühlen, gibt es unterschiedliche Bereiche, die es ja auch in Coworking Spaces gibt, also da, wo ich eher in Ruhe sein kann, da, wo es eher einen Austausch mit anderen gibt, wo ich Gruppenarbeit machen kann, da, wo ich irgendwie vielleicht was lesen kann, und dass man mit sowas, also in der Schule wird es stärker diskutiert als jetzt zum Beispiel bei uns in der Hochschuldidaktik dann so, ne? Und was aber immer Thema ist oder wo ich dann auch immer gucke, okay, wie kann ich damit in ganz kleinen dann auch arbeiten. Okay, das ist jetzt dieser ganze Bereich Coworking. Das mag sein, dass da die alten Treiber da so ein bisschen jetzt die Lust verloren haben oder tatsächlich, dass es von konventionellen Anbietern übernommen wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist so DB-Lounge, denke ich auch immer. Eigentlich müsste man das Konzept viel stärker ausbauen. Aber gut, das ist jetzt der Bereich Coworking. Im Bereich Makerspaces, Hackerspaces habe ich das Gefühl, dass das gerade erst am Anfang steht. Wie siehst du das? So ja. Weltweit jetzt betrachtet und vielleicht auch mit Blick auf Dach, sagen wir mal im weitesten Sinne. Weiß ja. Nicht, ob du das überhaupt. Was, ja, mach du mal. Ja, also gerade jetzt auch bevor wir wieder in Kontakt getreten sind nach langer Zeit, war das so was gerade so ein bisschen hochkam. Also es ist, glaube ich, auch noch, wird noch nicht so ganz groß diskutiert. Ich sagte ja, ne, also wir haben zum Beispiel so ein Fab Lab bei uns, was jetzt nicht direkt zur Uni gehört, aber was von dem Bildungscluster dann auch mit aufgebaut wurde. Und ich habe gerade vor ein paar Wochen habe ich mit einem Studenten auch ein Gespräch gehabt, der die Überlegung hatte, sowas Richtung Makerspace, Coworking Space mit Schülern, mit Unternehmen, mit Studierenden Räume zu schaffen. Auch erstmal, ne, irgendwie sehr starker Schwerpunkt Richtung Technologie, Digitalisierung auch. Also da halt einfach Räume zu schaffen, wo gemeinsam experimentiert werden kann, wo überhaupt diese unterschiedlichen Zielgruppen auch zusammenkommen können. Der war halt dabei, einen Antrag zu schreiben, zu formulieren, wo ich ihm dann einmal nochmal so Richtung Hub Sachen rausgesucht habe, so aus meiner ganz, ganz alten Vergangenheit. Und dann aber andererseits, wo ich dann mal ganz schnell selber kurz bei Google dann wieder reingeguckt habe, was gibt es da eigentlich so? Und da ist halt zum Beispiel aus Amerika ganz viel in dem Bereich, die auch Richtung Community Development zum Beispiel da ganz, ganz stark arbeiten, also auch wieder so dieser sozial-gesellschaftliche Ansatz. Also mir war das so ein bisschen bewusst auch so über das Design Thinking dann, dass viele dann so Innovationsräume haben, auch so laborartig dann aufgebaut, also Arbeitsräume, die da eben so ein bisschen anders gestaltet sind als die normalen Lernräume an der Universität. Richtung Inkubatoren auch teilweise, dann wieder, wenn es so Richtung Unternehmensgründung oder sowas geht,
Und dass das eigentlich so im amerikanischen Raum, vielleicht dann eben auch England, dann noch relativ viel dann auch schon passiert. Was mir so privat, weil du jetzt nachher auch nochmal sagtest, gerade aufgefallen ist, wo ich so privat noch unterwegs war, was ich ganz spannend finde, was ich aber auch in Deutschland jetzt selber noch nicht so erlebt habe, dass gerade so die Stadtbüchereien oder auch die Volkshochschulen da relativ stark, zum Beispiel in Holland oder in Salzburg, in Österreich hatte ich das jetzt letztens gesehen, dass das auch wirklich Räume sind, wo man gerne hingeht, wo es Restaurationen gibt, die offen sind. Also ich kenne auch früher Bibliotheken auch immer noch so, man muss halt Jacken abgeben, Taschen einschließen und so, ne? Da kann man halt einfach reinlaufen und kann sich auch gemütlich irgendwo in die Ecke setzen auf Sitzkissen. Und dass das irgendwie ganz andere Räume so geworden sind, als ich sie vielleicht so auch aus meiner Kindheit dann kenne, wenn man mal in der Stadtbücherei war. Und dann eben zusätzlich aber auch gucken, sehr, sehr stark zum Beispiel auch dann Bildungsarbeit machen, also dass sie auch gerade Kinder zum Beispiel dann ansprechen, mit unterschiedlichen Workshop-Formaten Angebote machen, eben um auch schon auch ne, die Kinder wieder auch wieder in Richtung Lesen oder auch auf Bücher zu bekommen, aber das ist trotzdem eben auch über so gemeinsame Formate oder wo man eben auch in Gruppenarbeit dann zusammenarbeitet und da eben ganz viel dann, die heißen sogar Maker-Sessions oder irgendwie der Makerspace in der Stadtbibliothek und kommt dahin. Und das eine Sache, die zum Beispiel auch bei mir sehr stark immer wieder kommt, und das ist natürlich auch im universitären Bereich sehr stark, unser Schulsystem sehr stark ausbildet in Richtung Analysekompetenz und Diskussionskompetenz, also das, was so Kommunikation angeht, aber gerade eben auch in Richtung gesellschaftliche Herausforderungen oder auch wenn es um unternehmerische Bereiche geht, dass da eine gewisse Art von Gestaltungskompetenz gefragt ist. Also einfach dieses, ich nehme mal irgendwas in die Hand, ich weiß noch gar nicht, was da am Ende bei rauskommen soll, aber ich probiere einfach mal. Und das sind halt in den Makerspaces, wo eben dann auch Werkzeug oder Maschinen dann da sind, wo man eben auch dieses wieder mit den Händen arbeitet oder auch mit den Händen lernt oder mit den Händen denkt. Sind eben so Räume, die glaube ich so ganz gut da auch nochmal so eine Ergänzung zu dem, was wir sonst in der Schulbildung oder auch in der universitären Ausbildung dann so machen. Oder auch was das Kreativität dann auch angeht. Ich übersetze mir das ja immer so, ich glaube ja, dass es so ein, dass das Netz im Moment zurückschlägt in die Realität, in die physische Präsenz. Und zwar, weil wir das im Netz seit Jahren ja erproben, dieses kollaborative Arbeiten, diesen Austausch, auch diesen Mehrwert erleben im wahrsten Sinne, suchen wir das jetzt vielleicht auch eher im physischen Raum, wenn uns denn die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur zur Verfügung steht. Und durch diese ganze Sharing-Ökonomie, Kultur, und diese Makerspaces, die halt jetzt diese Geräte zur Verfügung stellen und alle auf einmal denken, ja, warum soll ich mir einen eigenen 3D-Drucker kaufen? Da kann ich ja auch dahin gehen und den mitnutzen. Dass dann dadurch im Grunde so dieses Netzdenken sich Raum greift in der physischen Welt. Kannst du das so mitgehen? Oder ist das nachvollziehbar für dich? Oder Blödsinn. Nee, also ich glaube, da ist auch noch viel zu lernen. So. Also auch eine Erfahrung aus dem Hub oder auch einem internationalen Netzwerk, wo ich unterwegs bin, wo es so um ja partizipative Gruppenprozesse geht, dass ich irgendwann mal gesagt habe, wir müssen auch wieder lernen, dass wir zusammenarbeiten können. So, und da ist natürlich das Netz ein ganz gutes Beispiel auch, dass das funktioniert. Aber wir haben zum Beispiel auch im Hub an der einen oder anderen Stelle gelernt oder mussten das lernen. Wir wollen kollaborativ arbeiten oder wir wollen partizipative Führung. Das eine ist das zu sagen und das andere ist das wirklich auch zu praktizieren. Und auch sich da selber auch zu erlauben, ich kann da Fehler machen oder ich kann damit auch scheitern, dass das da genauso auch seinen Raum hat.
also wie es halt in unternehmerischen Prozessen zum Beispiel auch dann der Fall ist. Und das ist aber auch in der Zusammenarbeit immer ein ständiges Ausprobieren, auf die Nase fallen, gucken, was funktioniert, da weitermachen. Wir aber eben auch irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen es eigentlich wieder lernen oder wir müssen auch verlernen, was wir vielleicht von den Strukturen vorher oder das nicht auch immer alles linear, wie wir uns das im Businessplan vielleicht überlegt haben, verläuft, sondern dass wir immer auch gucken müssen oder wenn neue Partner dazukommen oder neue Interessierte, dass wir da auch immer ja in so einem ständigen Ausprobieren und Prozess sind, um Sachen auch neu zu gestalten, zu verwerfen und genau, ja.